Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. 441.108 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert. Dies sind 8.831 mehr als am Vortag. 8.666 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit erhöht sich die Anzahl der Genesungen auf insgesamt 204.623. Es verbleiben noch 231.101 Aktivfälle zur Behandlung in medizinischen Einrichtungen. 5.384 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 169 Patienten starben am Berichtstag. 11,7 Millionen Virusteste wurden durchgeführt, somit 300.000 am Berichtstag. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 8%. Schwerpunkt der Coronavirus-Erkrankung ist der Großraum Moskau mit 231.172 Erkrankten. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe der Großraum St. Petersburg mit 20.478, die Region Nischni Nowgorod mit 11.169, das Gebiet Sverdlovsk mit 6.679 und das Gebiet Rostov am Don mit 5.557 Erkrankten. 1.665 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 23 mehr als am Vortag. Dies sind 0,4% der Gesamterkrankungen in Russland. 20 Patienten konnten am Berichtstag aus den medizinischen Einrichtungen entlassen werden. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Genesenen auf 718 Personen. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum 5 Todesfälle. Insgesamt hat Kaliningrad 29 Sterbefälle zu beklagen. Bewohner und Besucher des Kaliningrader Gebietes sollten die rot hinterlegten Hinweise in der Grafik beachten. Verletzungen dieser Festlegungen haben Folgen im Rahmen der russischen Gesetzgebung.